dieser Welt wird gebellt. Ihr macht es klatsch und Luft und Raum. Zukünftigen Hundebesitzer. Oha. Ja, ich möchte aber nur bitte eine ganz kleine Dogge. Laden Sie Ihre besten Freunde ein, die keine Tiere haben, und halten Sie einen zweistündigen Monolog über Rennschnecken. Genauso spannend werden Sie es später finden, wenn Sie lange und ausführlich erzählen, wie toll Ihr Welpe inzwischen Sitz machen kann. Neulich rief eine Freundin an, sie muss mich dringend sehen. Probleme mit dem Ehemann, nur ich könnte sie verstehen. Dabei blieb ich gerade heute so gern daheim. Doch mir fällt wieder mal keine Ausrede ein. Hätte ich einen Hund? Hätte ich einen Grund? Da, 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 da. Mutter und Vater beobachten zunächst unsicher, aber doch sehr angetan das niedliche Welpengrüppchen. Und plötzlich passiert es. Einer der Welpen stürmt auf das zukünftige Frauchen zu. Sie geht in die Hocke und der Welpe klettert auf ihren Schoß. Und nun ist es geschehen. Der hat mich ausgesucht. Kleiner Tipp für die Welpe. Wenn ihr jetzt einen leichten Druck auf der Blase verspürt, dann braucht ihr euch nicht zusammenreißen. Lasst es einfach laufen. Hunde heißen heute Molly. Na, ich weiß nicht so genau. So hieß früher unser Collie. So hieß Onkel Willis Frau. Molly klingt nach froher Kunde. Und nach ziemlich viel Gewicht. Molly heißen viele Hunde. Ja und? Aber unsere heißt so nicht. Strolchi? Heißt höchstens Rudel. Amadeus? Heißt kein Rudel. Waldi? Heißt das ganze Rudel. Bastel. Klingt doch nicht profund. Eines ist ja wohl klar. Hund ist nicht gleich Hund. Hier folgt nun ein Auszug aus dem Tagebuch von Sam, ein Golden Retriever. Tag 312 im Paradies. 7 Uhr. Super, Gassi gehen. Das mag ich am liebsten. 8 Uhr. Super, Futter. Das mag ich am liebsten. 9.30 Uhr. Super, eine Spazierfahrt. Die mag ich am liebsten. 9.40 Uhr. Super, im Auto pennen. Das mag ich am liebsten. Auszüge aus Ronjas Tagebuch, Border Collie. Tag 404 im Zentrum für Hochbegabte. Ich habe versucht, alle Jogger des Parks zu hüten, also auf sie aufzupassen. Warum ich das jetzt bei Autos nicht machen soll, ist mir ein Rätsel. Tag 406 im Zentrum für Hochbegabte. Die Fische in unserem Gartenteich eignen sich zum Hüten nur bedingt. Zunächst habe ich sie alle an Land gebracht. Sie haben sehr schön auf dem Boden herumgezappelt, eigentlich lustig. Auszüge aus dem Tagebuch von Jack, einem Terrier. Tag 865 meiner Gefangenschaft. Die anderen Gefangenen, ein 11-jähriger Labrador und ein 10-jähriger Mops sind Weicheier und wahrscheinlich Informanten. Ich bin ein bunter Hund, ich bin ein bunter Hund. Meine Schnauze ist eisgrau, doch mein Gebiss ist gesund. Ich bin ein bunter Hund. Hunde sind die besseren Männer. 100 Gründe, warum ein Hund einem Mann vorzuziehen ist. Hunde hängen nicht bis spät in der Nacht saufend in Bars herum, um zu beweisen, dass sie mehr Wasser vertragen als andere Hunde. Hunde verstehen die Bedeutung des Wortes Nein. Wenn im Büro mein Telefon klingelt, glaube ich für einen Sekundenbruchteil, der Hund ruft an. Die meisten Menschen denken ja, dass Hundebesitzer völlig verslammt leben. Das stimmt doch gar nicht. Es gibt Tage, da wünsche ich, ich wäre mein Hund. Denn der Scheiß, dass ich als eher beträchtlicher Vorteile hätte, würde Beute leben, so wie jetzt im Grund. Er sitzt zwar unter dem Tisch, doch schlief ich noch in meinem Bett. Bestialisches, animalisches Grollen.
Unter mir sitzt einer, der frisst auch Menschen. Brav, schön brav, gell? Der Herr ist auch ein Gast.